nicht so ganz sicher, aber findet seinen Ursprung im Graffiti, das wurde auch schon angesprochen. Es ist also eine, ja, ich sag mal so eine Underground-Kunstart und früher hat man, um ganz gerade Linien zu kleben, zu sprayen, wurde halt Gaffer-Tape benutzt, um diese ganz krassen, starken Kanten zu betonen. Und irgendwann kam anscheinend diese Idee auch auf, das Tape kleben zu lassen, anstatt es mal wegzumachen, nachdem gesprüht wurde.